Willkommen zu diesem Achtelfinale der EM 2024, liebe Fußballfans. Mein Name ist Wolf Fuß und ich habe die Ehre, dieses Spiel gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie zu kommentieren. Deutschland gegen Kroatien. Im Achtelfinale einer Europameisterschaft sehen wir dann natürlich, wer den Schwung aus der Vorrunde, aus den Gruppenspielen besser mitnehmen kann. Wird auch bei dieser EM 2024 nicht anders sein. Die Karten werden jetzt neu gemischt. Wirtz. Robert Andrich. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Mittelstädt. Musiala. Das ist Havertz. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Toni Kroos. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Kroos. Klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor. Die Gefahr ist bereinigt. Ja, ganz sicher. Den Ball hat der Keeper. Rüdiger. Kai Havertz. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Meier. Robert Andrich. Musiala. İlkay Gündoğan. Kai Havertz. Könnte die Führung werden. Das macht er sehr gut. Robert Andrich. Meier. Musiala. Angriff jetzt über İlkay Gündoğan. Er könnte die Führung erzielen. Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Rückstand nun also für Kroatien. Jetzt müssen sie sich was einfallen lassen. Josip Stanisic. Meier mit dem Ball. Brozovic. Josip Šutalo. Kovacic. Kramaric am Ball. Sie holen sich den Ball. Perisic. Die erste Hälfte ist vorbei. Und jetzt geht's hier weiter. Jetzt Gündoğan. Die deutsche Mannschaft kommt. Gündoğan. Sosa. Kovacic. Er bekommt die Unterstützung. Gute Aktion. Gut geklärt. Gündoğan am Ball. Robert Andrich. Jetzt Gündoğan. Musiala. Die deutsche Mannschaft macht das Tor. Damit sind sie nun also mit zwei vorne. Hier kommt die Wiederholung. Ah, lässt sich überhaupt nicht irritieren. Kommt zum Abschluss. Klasse Tor. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Havertz. Jetzt Modric. Musiala. Den Zweikampf führt er sehr gut. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Mittelstädt. Pass kommt nicht an. Kramaric. Havertz.
Guter Vorstoß da jetzt. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Kramaric. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Es wird jetzt hier gewechselt. Gündoğan. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Jubel bei der deutschen Mannschaft. Schlusspfiff in diesem Spiel. Damit ist die nächste Runde nun also erreicht. Hier bei der EM 2024.